30. Spieltag in der Regionalliga West zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV. Das Spiel endete vor 2718 Zuschauern mit 2:2. Ich begrüße beide Cheftrainer an meinen Seiten und bitte den Gast. Ja, danke schön. Hallo. Hallo in der Runde. Ja, das Spiel ist eigentlich schnell erklärt. Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel abgeliefert, viele Torchancen uns erarbeitet. Hätten zur Halbzeit schon mehrfach führen müssen bzw. erhöhen müssen auf das 2-0. Ist uns leider nicht gelungen. Das sehen wir dann nach der Halbzeit, wo ich sage, dass der Zweikampf vor dem Freistoß war vielleicht, kann man pfeifen, kann man nicht pfeifen. Schiri hat sich entschieden zu pfeifen. Ich denke, einen Elfmeter muss man nicht unbedingt geben. Letztendlich haben wir uns dann nach dem Ausgleich, haben wir zurückgearbeitet, erkämpft und Spielern dann 2-1 geführt. Für uns ist natürlich bitter, dass wir kurz vor Schluss ein Gegentor kassieren. Das ist natürlich für uns dann zwei verlorene Punkte. Am Ende gehen wir nur mit einem Punkt nach Hause, wo wir hätten drei mitnehmen müssen, aufgrund der ersten Halbzeit. Und letztendlich war es ein schönes, ansehnliches Regionalligaspiel. Ja, tolle Fans auf beiden Seiten. Und beiden Mannschaften wünsche ich natürlich das Beste für die restlichen vier Spiele. Und auch den Oberhausen natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Mike, deine Einschätzung zu den 90 Minuten? Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, für mich ist es halt heute schwer, das Spiel zu bewerten. Ich denke, wir hatten einen Plan. Wir wussten die Stärke des Wuppertaler SV. Und unser Plan ist eigentlich schon nach 7 Minuten über den Haufen geflogen. Ich habe mir gestern Abend noch Gedanken gemacht, was ist, wenn was passiert. Ich sage, nein, es darf nicht passieren, weil dann nichts mehr geht bei uns. Und das haben wir nachher auch gemerkt. Wir mussten dann halt, haben versucht, das System, was wir uns vorgenommen haben, mit einer Dreierkette, mit den Leuten, die wir dann auf dem Platz hatten, zu spielen, hat leider nicht funktioniert, hat mich auch nicht gewundert. Und da muss man mal ganz klar sagen, sind wir halt nicht in den Zweikämpfe gekommen. Wir müssen wirklich uns bei Robin Benz bedanken, dass wir halt nicht schon 2-3-0 zurückliegen. Ich habe dann in der Halbzeit noch mal ein paar Sachen korrigiert, was mir dann in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt hat. Wenn es halt schon nicht läuft, dann muss es halt mal knallen. Ne, jetzt ohne, dass man jetzt rot kriegt, da haben wir ja schon genug von gehabt. Aber man muss halt gewissen Leuten auch wehtun, man muss halt auch mal begleiten, man muss halt über einen Schweinung gehen, man muss sich mehr wehren. Das habe ich wirklich erst Halbzeit vermisst. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mal ein bisschen was korrigiert, standen dann mal ein bisschen tiefer, sind auf Umschaltmomente gegangen und ich denke, da waren wir auch gut drin, haben nicht mehr viel zugelassen. Gut. Kriegen dann den Elfmeter, hatten dann aber auch noch mal ein, zwei Dinge, wenn wir ein bisschen Glück haben, wie wir sogar hier noch in Führung auch zu dem Zeitpunkt verdient hat, spielt erstmal keine Rolle, aber zweite Halbzeit standen wir gut, haben wirklich nicht mehr viel zugelassen. Kriegen dann natürlich eine Einzelleistung, geht dann Wuppertal auch in Führung und dann war es dann halt ein Kraftakt nochmal von Nils Winter und Kreier auch, der eigentlich gar nicht spielen wollte, weil er sich gar nicht gut gefühlt hat und dann ist es einfach auch, wie wichtig halt diese erfahrenen Leute halt sind. Dass die dann halt da auf dem Platz stehen. Nils setzt sich super durch und Kreier macht es halt so, wie es ein Schimmer machen muss. Klar, für uns, für die Moral unheimlich wichtig. Ich habe die Mannschaft auch nochmal gelobt, weil wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, habe ich gedacht, dass das böse zweite Halbzeit wird. Aber wie gesagt, wir haben uns gestraft. Wir haben defensiver gestanden, wir haben die Zweikämpfe angenommen. Und dann denke ich dann auch aufgrund der zweiten Halbzeit auch den Punkt verdient, wenn man die zweite Halbzeit sieht. Und euch. Maximalen Erfolg für die Restrunde und bei uns geht es jetzt, gucken, dass die Leute, die jetzt länger nicht da waren, schnell wieder reinkommen. Zwei Gesperrte kommen wieder zurück. Das macht auf jeden Fall Hoffnung und dann werden wir nächste Woche dann auch mal wieder ein Dreier einfahren. Davon bin ich fest überzeugt. Danke. Vielen Dank, Mike. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann geht es für Rot-Weiß Oberhausen am kommenden Sonntag weiter im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Aalen. Unsere Gäste nächste Woche zum Heim-Auswärtsspiel hier zurück im Kölner Rhein sehen wir uns schnell wieder. Dann für euch das Spiel gegen das FC Düren. Euch eine gute Heimfahrt für nächste Woche, wie gesagt, und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke für Ihren Besuch.